Okay, hier der Versuch, euch einige grundlegenden Fremdwörter der objektorientierten Programmierung vielleicht etwas nahe zu bringen. Ihr solltet auf jeden Fall selber noch mal ein bisschen recherchieren und noch mal nachlesen, was das genau bedeutet. Ich versuche euch das mal anhand dieser Welt Greenfoot zu demonstrieren, zumindest ein paar grundlegende Vokabeln, die ihr kennen solltet. Also, was ihr hier seht, sind Klassen. Jede kleine Box hier ist eine Klasse. Eine Klasse ist im Prinzip nichts weiter als die, ja, die Beschreibung eines Gegenstandes oder von Gegenständen in der realen Welt. Und zwar werden sie halt natürlich durch eine Programmiersprache beschrieben im Cyberspace. So haben wir hier zum Beispiel den Hintergrund. Und dieser Hintergrund wird beschrieben durch die Klasse Crab World. Wenn ich mir die angucke, sieht die im Moment einfach so aus. Hier ist einfach nur eine Größe angegeben, wie groß das Spielfeld ist sozusagen. Und hier habe ich dann auch noch das Aussehen gewählt. Genauso kann man hier gucken, die Klasse Crab beschreibt, wie ein solches Objekt auszusehen hat und was es tun kann, also so ein Krabbenobjekt. Hier habe ich mal ein konkretes Objekt oder man sagt auch eine konkrete Instanz der Klasse Crab erzeugt. Das geht mit diesem Editor ganz einfach, das ist sonst nicht so, da hilft uns dieser Greenfoot Editor hier ein wenig, aber zur Veranschauung ist das eigentlich gar nicht schlecht. So gucke ich mir jetzt praktisch die Cyber-Beschreibung dieser Klasse an. So sieht sie aus, da steht noch nicht viel, weil dieses Objekt auch noch nichts tun kann. Das Aussehen wird praktisch einfach nur über ein Bild beschrieben und dieses Bild gebe ich hier an. Das kann man hinterher auch noch im Code selber setzen, wie das Bild aussehen soll. Und da dieses Objekt hier jetzt noch gar nichts tun kann, steht in dieser Klasse auch noch nichts drin. Das wird hier noch vollgeführt. Vollgefüllt oder das wird ergänzt. So, also haben wir geklärt, was eine Klasse ist, was ein Objekt ist, also eine konkrete Erzeugung einer Klasse. Die Klasse könnte man auch sehen als eine Art Bauplan oder eine Vorschrift, die vorgibt, wie ein solches Objekt später auszusehen hat und was es tun kann. Also, dass eine Krabbe halt so aussieht und nicht anders. Und dass sie im Moment noch nichts tun kann oder dass sie irgendwann laufen kann, aber dass sie halt nicht springen kann. Ihr könnt das gerne nochmal nachlesen. Gut, wie ihr seht, sind diese Klassen hier so ein bisschen gestaffelt. Ich trenne mal diese hier. Das ist eine Klassenart und das hier unten ist eine andere. Und diese Staffelung bedeutet nichts weiter, als dass die Klassen voneinander erben. Vererbung ist ein ganz wichtiges Konzept in der objektorientierten Programmierung. Und sagt im Prinzip, dass wenn ich mir jetzt hier die Klasse Animal mal angucke, in der Klasse Animal sind schon einige Sachen, hier Methoden angegeben. Methoden sind immer Dinge, die ein Objekt dieser Klasse anschließend dann auch ausführen kann, also tun kann. Und die fangen immer an, also wenn die öffentlich sind, mit Public. Void ist ein Parameter, der kommt später noch und dann gibt es hier einen Name und dann kommt eine geschweifte Klammer auf und eine geschweifte Klammer zu. Das beschreibt eine Methode. In dieser Klasse sind also verschiedene Methoden angegeben, die beschreiben, was ein Objekt von der Klasse Animal hier tun kann. Gut. In der Klasse Crab und die Klasse Crab, das wird durch diesen Pfeil hier angedeutet, die erbt von der Klasse Animal. In der Klasse Crab selber ist noch nichts angegeben. Aber durch dieses kleine Wörtchen hier Extends wird gesagt, dass sie halt von Animal erbt. Und das bedeutet, dass alle Methoden, die in Animal angegeben sind, auf die kann ich hier in Crab einfach so zugreifen. Zumindest alle Methoden, die auf Public gesetzt sind. Wenn da ich da eine Methode auf Private setze, kann ich sie hier in Crab nicht, kann ich auf in Crab nicht zugreifen. Aber alle Methoden, die in Animal auf Public gesetzt sind, die kann ich hier jetzt einfach verwenden. Ich muss sie also nicht neu definieren. Das verhindert halt, dass man Code doppelt schreiben muss und gibt eine sehr schöne Struktur.
Genauso kann Erbt Animal von Actor. Actor ist jetzt keine selbstgeschriebene Klasse, deswegen kann ich hier nicht so einfach in den Code reingucken, sondern kann ich eine Dokumentation öffnen. Und die Dokumentation sagt mir, welche Klassen hier angegeben sind. Ja, soweit zur Vererbung und zu Klassen und Objekten. Also nochmal aufgezählt, ich habe hier meine verschiedenen Klassen. Die Klassen hier in einer Hierarchie bedeuten, dass das hier zum Beispiel die Oberklasse ist zu diesen beiden Klassen oder diese beiden Klassen sind die Unterklassen zu dieser Klasse. Man kann das von beiden Seiten betrachten. Die Unterklasse erbt von der Oberklasse. Man sagt auch, sie erweitert die Oberklasse, weil ich könnte ja jetzt hier in Crab zum Beispiel auch noch zusätzliche Methoden schreiben. Also Dinge, die meine Krabbe tun können soll, die aber nur die Krabbe tun können soll und nicht zum Beispiel das Animal. Das heißt, es ist eine Erweiterung der Animal-Klasse. So, grundlegend sind die Klassenbaupläne, die beschreiben, was die Objekte hinterher konkreten lebendig werdenden Dinger sozusagen, lebendig natürlich in Anführungsstrichen, was sie denn hinterher tun können sollen. Ja, das sind wie gesagt die Objekte, man sagt auch Instanzen dazu, ich wiederhole mich hier, vielleicht kriegt es sich ja dann etwas besser ein. Und ich denke, das sind auch schon die wichtigsten Begriffe in der Objektorientierung. Ihr solltet das aber auf jeden Fall nochmal nachlesen, nochmal nacharbeiten, euch vielleicht nochmal andere Beispiele dazu angucken, weil ich habe das ja jetzt hier nur an dem Beispiel dieser Crab World erzählt, die ihr im Folgenden auch näher betrachten solltet.